Früher ist man ja mit 65 in Rente immer gegangen, mein Vater zumindest. Was geht mir durch den Kopf? Dass ich ein schönes Leben hatte, ein Leben, mit dem man, glaube ich, sehr zufrieden sein kann. Der Kalle war von Anfang an ein Prachtbursche. Einer der größten Stürmer der Fußballgeschichte. Dieser blonde Wuschelkopf mit relativ strammen Oberschenkeln, der den Ball aus jeder Situation versucht hat, unter die Latte zu knallen. Tor! Ist denn das die Möglichkeit? Als junger Spieler, als unerfahrener Spieler, war dann schon auch für mich eine Ehre, gegen einen Spieler wie Karl-Heinz Rummenigge auf der anderen Seite zu stehen. Karl-Heinz Rummenigge ist einer, der hat immer zugeschaut, dass alle gut geht. Also Karl war immer ehrlich. Die Meinung, die er vertreten hat, hat er auch so gemeint und nie hintenrum. Wenn ich dran denke, mit 18 Jahren, wie er als junger Bursche hierher kam und was aus ihm geworden ist, er hat aus seinem Leben unglaublich viel gemacht. 1974. Ein 18-Jähriger aus Lippstadt bricht seine Lehre zum Bankkaufmann ab und wechselt zu den Bayern. Für 8.000 Mark im Monat. Das junge Talent weiß von Beginn an, was sich als Stürmer gehört. Disziplin ist alles. Im Grunde genommen bin ich für das Trainingslager. Denn als Junggeselle habe ich so einen regelmäßigen Tagesablauf. Außerdem ist meiner Meinung nach die Vorbereitung optimal und meine Leistung wird meiner Meinung nach positiv beeinflusst. Er hat den Spitznamen Rotbäckchen gehabt, weil er war ja sehr schüchtern. Karl-Heinz kam ja als riesiges Talent, der unglaublich dribbeln konnte, aber der natürlich auch beim Dribbeln dann auch das Toreschießen am Anfang vergaß. Was ihm hinderlich war, das war so sein Hang zur Abwesenheit. Es kann sein, dass im Spiel also gar nicht mehr da war, dass er sich irgendwie was angeschaut hat. Wenn da ein Kirchturm war, oder sich den Kirchturm angeschaut. Bis dann wieder der Trainer gerufen hat, Kalle, dann ist er wieder marschiert, dann plötzlich ist er wieder aufgewacht. 1976, sein erstes großes Finale, mit 20, gegen Saint-Étienne. Unter Detmar Kramer reift er zu internationaler Klasse. Der junge Blondschopf steht für die Zukunft, als die goldene Generation in die Jahre gekommen ist. Rummenigge schließt die Lücke, die Gerd Müller, Sepp Maier und Franz Beckenbauer hinterlassen haben. Detmar Kramer war der wichtigste Trainer in meiner Karriere. Das war der erste Mann, der zu mir gesagt hat, wenn du nicht in den nächsten zwei Jahren Nationalspieler wirst, trete ich dich in den Arsch. Und dann habe ich gedacht, gut, bevor ich den Tritt kriege, dann werde ich mal lieber etwas Gas geben hier. Und wir haben dann Tag und Nacht hier trainiert. Er reift zur Persönlichkeit und zum Führungsspieler. 1980, sein Jahr. Sein Tor des Jahres. Und Rummenigge! Torschützenkönig, Fußballer des Jahres. Auch in Europa, Europameister. Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner. Mit das Beste, was Europa zu bieten hat. Blindes Verständnis zweier Ausnahmespieler. Dank Breitnigge gewinnt der FC Bayern 1980 die Meisterschaft. Erstmals nach 6 Jahren. Zwei, die zum richtigen Zeitpunkt zueinander gefunden haben. Deswegen ja auch dieses Breitnigge. 50% war meine Leistung. Und mit den anderen 50% hat er das, was ich vorhin gemacht habe, veredelt. Ideal, super. Ich fand den Kosenamen von Anfang an sehr passend. Der fesche Familienvater aus München. Weiter, weiter. Ihm fliegen viele Herzen zu. Man lächelt ja heute etwas über das Wort Lehre, aber es war eine Lehre. Ich habe oft hier einfach nur zugehört, wenn der Franz oder der Uli oder Paul Breitner war ja auch noch ein paar Monate am Anfang da. Oder Sepp Maier, wenn die geredet haben. Man konnte nur lernen von denen. Und das waren natürlich alles nicht nur tolle Spieler, sondern auch tolle Menschen. Ein Vorbild. Immer. Auf geht's zur nächsten Übung. Simulieren wir das Dribbling. Das Westfale. Die Westfalen haben diese Werte der Zuverlässigkeit, der Ehrlichkeit, der Hingabe, der Freude. Kalle war immer einer, der auch, sagen wir mal, das vorgelebt hat, das Talent, das er hatte, das hat er auch benutzt.
für sein späteres Leben, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch, vorzeigbar. In jede Richtung. Der letzte Titel. Einer der emotionalsten. Michael Rummenigge möchte den letzten Elfmeter beim Pokalfinale 84 nicht schießen. Sein Bruder Karl-Heinz überredet ihn dazu. Abschied nach 10 Jahren Bayern. Mit seinem Wechsel zu Inter saniert er den damals finanziell angeschlagenen Verein. Damals hat er ja, glaube ich, 11 Millionen gebracht, was damals, glaube ich, ein Wahnsinnsbetrag war. Heute würde da sicherlich noch eine Null mehr dastehen. Wir waren ja auch damals schon befreundet und ich hatte ja auch die angenehme oder unangenehme Aufgabe, sowohl den Verein zu vertreten als auch Karl-Heinz in den Verhandlungen mit den Leuten von Inter Mailand. Also musste ich versuchen, für Bayern einen optimalen Deal rauszuholen, für den Karl-Heinz einen optimalen Deal rauszuholen. Der FC Bayern war schuldenfrei, Karl-Heinz hat viel mehr Geld verdient als in München und Inter Mailand hat einen überragenden Spieler bekommen. Il Bionde. Der Blonde wird auch bei Inter zur Legende, dem die Tifosi zu Füßen liegen. Ich weiß, wenn ich in Mailand bin, bei meinen Besuchen, dass man nicht nur über Klinsmann, Bremer und Matteo spricht, sondern vor allem auch über Karl-Heinz Rummenigge, der dort riesige Jahre gehabt hat, zwar keinen Titel gewonnen, aber trotzdem die Tifosi verzaubert hat. Rummenigge wohnt mit seiner Familie neben Musikstar Milva am Comer See. Immer an seiner Seite, bis heute, Martina. Die wichtigste Person in meinem Leben ist ohne Frage meine Frau Martina, weil ich kann mich noch erinnern, die habe ich in recht jungen Jahren, mit 17 war ich, kennengelernt. Sie war 15 und wir haben natürlich jetzt ein langes, erfülltes Leben gemeinsam verbracht und sie war immer ein total zufriedener Mensch, auch der mir immer den Rücken freigehalten hat. Heute, nach seiner aktiven Karriere, lenkt er den FC Bayern seit 2 Jahrzehnten erfolgreich. Die Bayern sammeln Titel im Akkord, sind der finanziell gesündeste Verein der Welt. Beliebt, gefeiert, bewundert. Er ist eine sehr anerkannte Persönlichkeit im internationalen Fußball geworden. Er hat da die Interessen nicht nur des FC Bayern, sondern des ganzen Fußballs hervorragend vertreten. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Verdienst in seinem Leben. Karl-Heinz war ja auch ein Weltstar, ein absoluter Superstar. Und da versteht man sich natürlich auf einer ganz bestimmten Ebene schon sehr gut. Da sprechen wir sehr, sehr schnell auch eine Sprache. Ich glaube, dass wir alle glücklich sein können, dass Kalle hier beim FC Bayern arbeitet. Und bin sehr glücklich, dass ich von ihm viel lernen dürfte. Seine Bayern sind für die Zukunft gerüstet. Also im Moment, würde ich sagen, ist die Welt bei uns sehr, sehr positiv. Und ich bin zufrieden mit dem, was der Club heute darstellt. Lieber Karl-Heinz, ich wünsche dir zu deinem 65. alles Gute. Happy Birthday. Ja, lieber Karl-Heinz, ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute. Lieber Herr Rummenigge, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute zum Geburtstag. Ah, hey Kalle, ich wünsche dir alles Gute, ne? Ich möchte nicht glauben, aber jetzt bist du auch schon 65. Das heißt ja, 65 ist das neue 50. Deine Arbeit beim FC Bayern, das, was du gemacht hast in den letzten 40 Jahren, Hut ab, Chapeau, das ist dein Wort. Was ich mir wünsche für den Verein, dass er beim FC Bayern bleibt. Danke, dass du mir zum FC Bayern gebracht hast, dass ich hier spielen durfte. Es war schön, die Zeit mit euch. Vielen, vielen Dank. Viel Glück, Erfolg. Feier schön im engsten Kreis, mach es nicht so groß. Weil wenn du alle einladen müsstest, müsstest du die halbe Welt einladen. Das hast du dir auch verdient. Wir können gut feiern. Die Familie Rummenigge kann gut feiern. Viel Freude mit deiner Familie, mit deinen Enkelkindern. Und ich kann dir, da ich ja ein Jahr älter bin als du, mit auf den Weg geben, es tut nicht weh. Ich wünsche ihm vor allem Gesundheit. Wenn man jung ist, lacht man ja oft darüber, wenn den älteren Herrschaften früher Gesundheit gewünscht worden ist. Aber man stellt dann schon irgendwann im Alter selber fest, Gesundheit ist wirklich ein hohes Gut. Bleib so, wie du bist und ich hoffe, wir haben noch lange Jahre miteinander zu tun. Das Einzige, was man ihm angreifen könnte, er hat nie gelernt,
das Schachkopfspiel. Und bayerisch sowieso nicht. Wenn eine Aufnahmeprüfung besteht in bayerisch, dann kriegt er von mir auch die bayerische Staatsbürgerschaft. Bleib dran, gell, Junge. Weißt ja, gute Freunde kann niemand trennen, wie es der Franz schon gesungen hat.